Hört man mich? Ja. Hört man mich? Ich höre mich ein bisschen besser. Wir hören besser. Wieso denn? Ja, weißt du, tiefe Stimme. Mhm. Hallo. Hallo. Was betreibt? Warte nochmal, ich bin hier ins Wort gelegt. Schon gut. Nochmal anfangen. Ja, schau noch raus. Den nochmal anfangen. Liebe Daniele, herzlich willkommen hier in der Quelle in Bern. Schön, dass du da bei uns bist. Ja, vielen Dank, Joy. Ich bin gerne hier, ist ein guter Ort. Sehr schön. Ich habe dir ein paar Fragen heute, die du gerne so beantworten kannst, wie du das möchtest. Und ich freue mich auf diese kurze Fragerunde. Ja, ich bin gespannt. Ich habe die Fragen vorher nicht gesehen, darum lasse ich mich überraschen. Sehr gut. Meine erste Frage: Was gefällt dir an deiner Berufung am meisten? Dass ich die Arbeit mit Freude machen kann. Also ich mache wirklich mit Freude Vorträge, ich schreibe sehr gerne die Bücher, ich recherchiere dann gerne. Also Friedensforschung und Zeitgeschichte und Geostrategie, das ist meine Passion. Ich muss mich da nicht überwinden, sondern ich mache es wirklich sehr gerne. Und jetzt kommt ja noch die neue Community und da freue ich mich auch drauf. Es ist immer was los, immer spannend. Sehr schön. Die nächste Frage wäre: Was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten oder mit auf den Weg geben, wenn du das könntest? Ich würde wirklich sagen, folg deinen Interessen. Weil wenn einem etwas interessiert, dann hat man dort viel Kraft, dann hat man dort auch, ich sag mal, viel Energie zur Verfügung und man kann dann wirklich die extra Stunde oder die extra Nacht dranhängen. Es spielt keine Rolle, weil man macht es ja gerne. Mhm. Und es ist natürlich nicht allen möglich, wirklich ihren Interessen immer zu folgen. Manche sind in Umständen, wo sie einfach eine Arbeit erledigen müssen, um Geld zu verdienen, und die Arbeit interessiert sie gar nicht. Aber gerade wenn man 20 ist, würde ich wirklich den eigenen Interessen so gut als möglich folgen. Und ich würde auch immer in Bildung investieren. Mhm. Bildung ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Man sagt eigentlich, man lernt ein Leben lang. Also auch Weiterbildung, sich entfalten, sich entwickeln, das würde ich immer raten. Und übrigens, 20 finde ich noch so ein interessanter Moment, weil in der Regel hat man dann noch keine Familie, ist also nicht zuständig für eigene Kinder und man ist den Eltern nicht mehr sozusagen unterstellt, sondern man ist frei. Mhm, und das würde ich dem 20-Jährigen auch sagen, dass eigentlich zwischen 20 und 30, grob gesagt, ist ja individuell immer verschieden, aber zwischen 20 und 30 ist eine unglaublich tolle Zeit, weil man viel Freiheiten hat und da sollte man auch die Welt bereisen. Das finde ich dann schon sehr wichtig. Mhm. Reist dich einfacher so mit ein paar Kollegen als mit zwei kleinen Kindern. Das glaube ich. Sehr schön. Was ist deine Macke? Hast du eine Macke? Ja, schon. Ich bin so ein Ordnungstyp. Mich regt das immer auf, wenn zu Hause auf der Treppe Pullover oder Hefte oder Bücher liegen. Und dann sage ich immer, ja, nehmt doch das in eure Zimmer auf und räumt das mal weg. Oder auch bei uns im Eingang, wenn die Kinder nach Hause kommen, legen die immer alles da am Eingang ab. Mhm. So im Sinn von, hier ist meine Querflöte, die brauche ich ja in einer Woche wieder, zwischendrin übe ich nicht, also lasse ich die eine Woche liegen oder irgendwie so. Und das ist schon etwas, wo ich mich dann ärgere. Und das ist sicher eine Macke. Also ich muss auch meinen Tisch in meinem Büro immer ganz aufräumen, bevor ich das Büro zumache. Ich könnte jetzt nicht auf dem Tisch verschiedene Sachen, die sich da stapeln und dann gehen, das geht nicht. Mhm. Das ist ein bisschen meine Macke. Ich habe auch sehr viele Ordner und die Ordner noch mit 10er Register. Also ich bin so ein Ordnungsfanatiker, ist ein bisschen zu hart. Also so ist es nicht. Aber ich habe schon, und ich finde das interessant, ist dann immer zu sehen, wenn man sich so aufregt und denkt, ja, und von wem ist denn dieser Pullover noch? Dann nehme ich ihn so auf. Ah, ist meiner. Das passiert auch. Ja. Sehr schön. Was würdest du machen, wenn du unbegrenzten Mut hättest? Gibt es da etwas? Ich mache schon sehr viel, wo ich mich wirklich eigentlich nach dem Prinzip Mut leiten lasse. Also Liebe, Mut und Wahrheit sind eigentlich meine Leitwerte.
unbegrenzter Mut würde vielleicht bedeuten, dass ich noch mehr in Kriegsgebiete gehen würde. Ja. Ich bin ja jetzt eigentlich immer in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, auch mit den Vorträgen, wo ich mich wirklich auch physisch aufhalte, ist eigentlich hier in Europa. Also ich war schon in Russland, ich war in Vietnam, ich war in Algerien, ich war in den USA, ich war in der Dominikanischen Republik, ich habe mich viel bewegt. Mhm. Aber in die Kriegsgebiete wirklich reingehen, erfordert nochmal mehr Mut. Ein Freund von mir, der hat mit mir die Schulzeit gemacht, der Michael. Und ist nach der Schulzeit ist er verschiedene Dinge gemacht, hat auch als Fotograf gearbeitet und ist dann zum Roten Kreuz. Mhm. Und hat für das Rote Kreuz Waffenstillstandabkommen überwacht. Also wenn zwei Gruppen sich eigentlich erschießen, geht das Rote Kreuz dann manchmal rein und sagt, so, wir überwachen hier den Waffenstillstand. Und er ist dann in Libyen auch stationiert gewesen, er war in Afghanistan, er war in verschiedenen Kriegsgebieten und eben gleich alt wie ich, wir kennen und wir waren 12 Jahre in der gleichen Klasse, und er wurde dann in Libyen erschossen, also im Kriegsgebiet. Er war unbewaffnet und dann sind die Kämpfer, die wollen ja nicht, dass man überwacht wird. Und das ist so, das zeigt einfach, dass wenn man in einem Kriegsgebiet ist, ist es nochmal viel gefährlicher, mhm, als wenn man hier in der Schweiz über inneren und äußeren Frieden schreibt und nachdenkt. Ja, schön. Gibt es einen Moment in deinem Leben, der war so schön, dass du ihn gerne einrahmen möchtest? Kannst du dich da an einen Moment erinnern? Als ich meine jetzige Frau kennenlernte. Das ist wirklich so. Wir haben die ganze Nacht eigentlich zusammen gesprochen, also an dem Tag, wo wir uns kennenlernten. Und dann hat sie gedacht, das ist ein cooler Typ, der ist so interessiert am Gespräch und so. Jetzt später hat sie mir gesagt, du, das war aber auch nur damals. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn man jetzt über 20 Jahre zu Hause ist und sagt, ja, es ist 12 Uhr, ich gehe schlafen und so. Und sie liebt das auch, so in die Nacht hinein zu diskutieren. Und, so. Und das war schon eine Magie. Also es gibt schon immer wieder diese Momente, wo man tief berührt ist, eben eine Begegnung oder auch die Geburt der Kinder. Das, mhm, ist natürlich auch... Das ist auch Magie, oder dann eigentlich, es gibt einige Momente, wo ich allein in der Natur an sehr, sehr schönen Orten war. Mhm. Ich war zum Beispiel Land's End, das ist in Cornwall in England, eine spezielle Ecke ganz unten, die in den Atlantik rausgeht. Oder ich war in Thailand auf Inseln, die mir unglaublich gut gefallen haben. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, das würde ich jetzt gern, das für immer. Oder auch beim Snowboarden im Tiefschnee, wenn dann der Schnee bis hier geht. Aber auch hier ist natürlich die Erfahrung, man kann sowohl die guten Momente wie auch die schlechten Momente nicht einfrieren. Sie kommen und gehen. Es ist keine Möglichkeit, das sozusagen für immer zu halten. Mhm. Aber ich erinnere mich schon an diese guten Momente, auf jeden Fall. Und ich schätze das auch. Dann schon die letzte Frage. Und zwar, magst du es, wenn man dir Fragen stellt? Es gehört eigentlich zu meiner Arbeit. Und Was ich wirklich schön finde, ist, dass es so viel Interesse an dieser Arbeit gibt. Also ich freue mich, dass wir uns hier austauschen. Es ist so. Weil ich glaube, das Schlimmste ist für einen Historiker, wenn er ein Buch schreibt und niemand liest. Das ist wirklich, das ist wie jemand, der Klavier spielt und ein Konzert gibt und niemand kommt. Also da bin ich wirklich eigentlich dankbar, dass es Interesse gibt, dass es Kommunikation gibt, dass es Austausch gibt. Ja, das ist schon so. Ich bin schon dankbar. Und ich hoffe dann immer, dass die Arbeit auch einen Sinn hat und dass es eigentlich die Leute stärkt. Ja, dass sie verstehen, wir sind alle eine Menschheitsfamilie, wir sollten uns nicht spalten nach Religionsgruppen oder nach Alter oder nach Hautfarbe oder nach Geschlecht, Männer, Frauen oder nach Nationalität, Franzose gegen Deutsche oder Chinese gegen US-Amerikaner, also diese Spaltungen überwinden, Achtsamkeit, Menschheitsfamilie, Gewaltverbot, das sind so Kernthemen, die mich beschäftigen und die kann ich dann eigentlich in den Interviews immer wieder einbringen, mhm, und auch in den Vorträgen. Doch, das ist schön, dass es das Interesse gibt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit und danke, dass du heute bei uns warst. Ja, danke, Joel. Vielen Dank euch auch von der Quelle, vom ganzen Team für eure Arbeit. Vielen Dank auch für die Hilfe beim Aufbau der Community. Das hätte ich, alleine hätte ich das nie geschafft, muss ich so sagen. Vielen Dank. Danke.